Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8 und ja, wir waren gerade eben im Galbadia Garden und haben einen neuen Auftrag bekommen, den wir natürlich gerne abschließen möchten. Dafür müssen wir zur Hauptstadt von Galbadia, um dort Terror zu machen. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Dafür sind wir ausgebildet. Ja, ich werde wieder ein bisschen mehr Fokus auf den Chat legen, solange wir nicht in irgendwelchen Dialogen sind. Hat ein bisschen den Grund, hier sind Profis am Werk. Ich bin da nicht so der Profi am Werk. Das habt ihr ja sicherlich schon an vielen Stellen gemerkt. So. Haben wir hier noch irgendwo was? Zufällig irgendwie rumliegen oder so? Nee. Genau, Squalls Terrorgruppe. So. Du hast es gut. Du wohnst hier nicht mehr. Achso, das gehört gar nicht dazu. Wir wollen natürlich mit dem reden. Nach Dilling City kostet es 3000 Gil. Wollen Sie einsteigen? What? Übertreibt's mal, Leute. Die Tür wird entriegelt. Hehe. Hä? Ist bei dir alles okay jetzt? Warum fahren wir noch nicht ab? Keine Ahnung. Yay, Geld! Ich lasse sie lieber alleine. Ah, da fehlen noch ein paar. Der Zug nach Dilling City fährt in Kürze ab. In Kürze heißt jetzt. Just in diesem Moment. Mit diesem Zug kommen wir nach Dilling City. Ein geteiltes Schicksal, oder was? Dieser Irvine. Was machen wir mit ihm? Aufhängen? Nein, wir brauchen den Typen hier leider. Irvine, er war ja ganz still. Sehr interessant. Magst du nicht mal schauen, ob Selfie alleine klarkommt? Dieser Irvine darf das Abteil nicht betreten. Schließ ihn ja nicht auf. Warum denn nicht? Wo ist denn sein Problem? Scheint ein netter Typ zu sein. Du und ich, wir beide teilen uns das Schicksal. Was denn? Liebeskummer? Nein! Bis später. Ja. Muss ich das verstehen? Mein Herz pocht. Was ist los mit mir? Dieser Einsatz ist wichtig. Du musst jetzt lernen, mit dem Druck fertig zu werden. Puh. Ja, gebe ich dir recht. Ich glaube, ich werde ihn auch gegen Selfie eintauschen. Wann kommen wir in Galbadia an? Kann ich hier bitte rein? Dieses Abteil ist doch extra für uns offen. Das ist mein Abteil. Ich habe dafür bezahlt. Ach, wie frech. Rinoa. Irvine Kinyas, du hast eine Schlüsselposition. Reiß dich lieber zusammen. Niemand versteht mich. Ein Scharfschütze ist immer allein. Oh, die einsamen Momente und die Konzentration, während man alles auf einen einzigen Schuss setzt. Der seelische Druck beim Abdrücken, die Spannung in so einem Augenblick. Ich muss von nun an all das durchstehen.
Ich habe Angst. Deswegen darf ich mich doch wenigstens jetzt ein bisschen austoben, oder? Wollte ich nur gesagt haben. Die Erschütterung von eben wird keinen Einfluss auf die Weiterfahrt haben. Ich wiederhole, die Erschütterung von eben wird keinen Einfluss auf den Zeitplan haben. Das sah trotzdem ein bisschen unheimlich aus. Oh, da sind wir ja schon. Am Gleis 1 fährt der Zug in die Wüste. Am Gleis 3 der Zug nach Garden West. Der Zug nach Timber fällt heute aus. Bitte bis zur weißen Linie zurücktreten. Okay. Nebenbei muss ich sagen, wegen diesem Turmbogen, den man gerade eben gesehen hat, wollte ich unbedingt mal nach Paris. Lustigerweise, ein Jahr später bin ich nach Paris gekommen und meine Güte, war die Stadt dreckig. Aber okay. Die Züge fallen prompt aus, weil die politische Situation instabil ist. Sowas habe ich mir fast gedacht. Aber gut, gehen wir hier mal raus. Und machen hier ganz gemütlich den Gang mit der Rolltreppe hoch. Also, den Bogen, den man jetzt sieht. Was ist das? Wir werden erst, wir werden Oberst Carway besuchen. Er wohnt im Beamtenbezirk. Offiziell sind wir als Verstärkung für die Sicherheitskräfte hier. Vergesst also eure Tarnung nicht. Ob Laguna jetzt hier ist? Was machen wir jetzt, Chef? Wir werden Oberst Carway besuchen. Er wohnt im Beamtenbezirk. Offiziell sind wir jetzt ja, okay, das hatten wir schon. Ja, ist okay. Dann gucken wir mal. Wir kennen uns ja jetzt mittlerweile schon in der Stadt ein bisschen aus. Hier zum Beispiel sind wir voll stehen geblieben und haben die Straßen blockiert. Ich glaube, fast in die Richtung geht es raus oder so. Nee, die Nummer 1 der galvanischen Armee. Was kam denn? Planen wir einen Putsch? Irgendwie scheint es nicht sein Ziel zu sein, den Präsidenten zu stürzen. Müssen wir hier lang? Ich weiß es nicht, ich laufe jetzt gerade ein bisschen blind. Aber ein Drawpunkt ist schon mal ziemlich gut. Blitzra. Sehr schön. Hier dann Selfie. Ich glaube, wir sind hier schon richtig, ne? Ah, okay. Nee, Rauben habe ich noch nicht gelernt. Ich habe noch... wenn ich mir die GF so angucke... Hoppla. Dann dauert das noch ein bisschen. Ein sehr trauriges Spiel. Nee. Irgendwie... Kriege ich hier irgendwelche Nachrichten rein? Aha. Okay. Wie auch immer. Eine unwichtige Nachricht. Es geht um Pokémon Go, welches ich irgendwie nicht richtig spiele. Du, ich will dir das auch... Ich glaube dir auch, dass das wichtig ist. Ich will den auch unbedingt gerne haben. Erzähl mir was. Das hier ist die Villa von Oberst Carway, aber so einfach darf ich sie nicht durchlassen. Er muss wissen, dass wir kommen. Wir sind darüber informiert. Aber Oberst Carway möchte sie zuvor auf die Probe stellen. Er will uns wohl auf den Arm nehmen. Probe, was sollen wir denn tun? Nördlich von der Stadt ist das Grab des unbekannten Königs. Sie müssen zuerst dorthin gehen, eine einfache Aufgabe. Wenn Sie dort sind, müssen Sie eine Nummer ausfindig machen. Eine Nummer.
Wir sind so weit gereist und er fängt mit so einer komischen Nummer an. Er unterschätzt uns Sales vollkommen. Halt die Klappe, Xel. Es kommen jeden Tag so viele Schüler, um den Oberst zu sehen. Gestern kam jemand vom Galbadia Garden aus dem Grab des unbekannten Königs. Ist er noch nicht zurückgekehrt? Gestern kam jemand aus dem Galbadia Garden. Aus dem Grab des unbekannten Königs ist er noch nicht zurückgekehrt. Nordöstlich der Stadt findet sich das Grab des unbekannten Königs. Gehen Sie in das Grab hinein und suchen Sie den Schüler. Bringen Sie seine Schülernummer in Erfahrung. Das Objekt, nach dem Sie suchen müssen, liegt direkt am Eingang. Die Nummer steht auf diesem Objekt. Anfänger sollten von dort aus nicht weitergehen, sonst kommen sie niemals lebend heraus. Ich gebe Ihnen erst einmal eine Karte. Im Grab des unbekannten Königs können Sie die Karte mit Select betrachten. Aha. Okay. Wenn Sie bei geöffneter Karte Y drücken, Dreieck, können Sie direkt ins Freie fliehen. Dafür sinkt aber Ihr Seed-Level. Aha, okay. Okay, ich möchte raus aus der Stadt. Gut, ich werde Sie zur Stadtgrenze begleiten. Es wird einfacher für Sie sein, wenn Sie dort einen Mietwagen nehmen. Nehmen wir einen Mietwagen oder gehen wir zu... Ne, wir gehen zu Fuß. Weil wir ja ganz gerne... Die... Kleinen Moment, ist das? Ne. Was sagt der? Nordwest? Fuck, ich hab's vergessen. Nein! Südwesten? Na komm, wir probieren's. Ich glaube, das ist doch schon richtig da hinten. Ach, damn. Wisst ihr noch, wo das war? War das Südwesten? War das Nordwesten? Ich bin echt schusselig. Ich sollte mir vielleicht so etwas auch merken, wenn so etwas kommt. Ein AP, super. Siren hat beherrscht nun Wünschelrute. Das ist doch was Gutes. Gucken wir uns nochmal ganz kurz an, was Wünschelrute bedeutet. Lernen. Wünschelrute. Findet versteckte Speicher- und Drawpunkte. Ja, perfekt. Das ist doch cool. Nein! Zustandsmedizin. Nehmen wir mal den Lebenswandler. So, wer hat denn Siren eigentlich gekoppelt? War das Squall? Ne, Squall hat Shiva. Dann war es Cell, okay. Jawohl. Dann Ability. Wünschelrute. Tada! Aber das da vorne? Ne, das sieht nicht danach aus. Ach, dammt! Wie blöd kann ich eigentlich sein? Ja, okay. Einfaches Ding. Wir machen einfach wieder... Wir machen den Spaß einfach... Wir gehen nochmal dorthin und fragen den nochmal. Ich bin aber auch echt heute richtig groggy in der Birne. Ich weiß auch nicht warum. So, was droht er denn? Levitas. Okay, das klingt gut. So, einfach mal alles lagern. So, und jetzt können wir hier schicke Angriffe starten. Knack, knack. Stell mir gerade ein bisschen die Frage. Dadurch, dass ja jetzt die Limits nicht mehr automatisch kommen, so wie vorher durch diesen hässlichen Cheat, den ich da vorher die ganze Zeit anhatte, wisst ihr, wann die auslösen? Ach komm.
eine Trust Arvis Karte und 3 AP. 3 AP sind schon mal gut. So, dann gehen wir noch mal kurz nachfragen. So, da war der Weg. So, sie wünschen, sprechen. Nordöstlich der Stadt. Okay. Nordöstlich, das ist gut zu wissen. So, ich hab mir auch gerade eben nochmal gedacht, wir waren schon die ganze Zeit nirgends schlafen oder so. Wir sind mega K.O. Komm. Alles klar, das Auto fährt einfach durch einen durch. Sehr gut. Ah ne, Blödsinn. Ich glaube, jetzt laufe ich gerade eben wieder falsch. Ich muss hier nach Osten. So, und hier müsste ich eigentlich, wenn ich die Straße weitergehe, zu einem Hotel kommen. Einfach ab durchs Auto. Genau, das Galbadia Hotel. So, und hier würde ich nämlich ganz gerne einmal meine Lebenspunkte auffüllen. So, 100 Gil, das ist in Ordnung. Ach Mensch, das Zimmer kennen wir doch irgendwie. Ja, das ist richtig, aber dafür muss man überhaupt ein Zelt haben. Und ich bin geizig und kaufe keine Zelte. Aktuell noch nicht. Das ändert sich noch, keine Sorge. Genau. Also das ist so einfach alles. Oh. Erstmal jetzt wieder den Ausgang finden. Sind wir jetzt richtig? Ah. Okay, wir sind hier jetzt, wir sind jetzt zwar nicht ganz richtig, aber er kann zumindest aus der Stadt rauskommen. So, weil ein Zelt kostet einfach mal, hatte vorhin irgendwie 1000 Gil gekostet. 1000 Gil fand ich dann ein bisschen zu überteuert. So, Nordosten. Da oben. Entschuldigung. Da oben. Da müssen wir hin. Wir können nochmal kurz bei diesem komischen, hässlichen etwas gucken. Ja, komm, wir lagern hier nochmal Blitz überall ein. Immerhin haben wir das ja schon gekoppelt. So, und jetzt greifen wir das Vieh an. Und dann ist okay. Oh, zwei Schrauben. Schrauben ist doch super. Brauchen wir nicht Schrauben für Squalls Schwert? Das ist richtig gut. Das ist wieder dieser Vogel. Ganz toll. Und der greift von hinten an. So ein Frechdachs. Okay. Was mache ich denn hier? So, Angriff, Draw, der hat auch nichts weiter. Ja komm, den hacken wir einfach K.O. und gut ist. Super. Dann bekommt Squall vielleicht auch mal endlich eine neue Waffe. Aber wie ich mich drauf freue. Wenn wir endlich rumdieben können. Windfeder.
3 AP. Aber ich glaube, das wird noch echt lange dauern, bis wir da weiterkommen. Aber ich mag mich erinnern, dass wir hier eh noch eine neue GF bekommen. So, ziehen wir mal was. Ah, hier gibt es einen neuen Draw. Tobsucht. Das klingt ja cool. Das ziehen wir gleich mal mit allen einfach. So, jetzt haben alle Tobsucht. Ja, komm. Why not? Probieren wir es einfach mal mit Shiva. In der Zeit können die hier nochmal ein bisschen drawn. Wendigos sind das. Das ist ja interessant. Ich hätte niemals als Wendigos bezeichnet. Oh, sollte vielleicht auch mal Schier, also anfeuern. Ja, voll verplant gerade. Okay, ich glaube, das hat noch nicht so viel gebracht. Ja, sage ich ja. Ja, jetzt werden wir hier nicht so dreist. Hey, der mag ja kuscheln. Das ist ja was. Das ist interessant. Na komm, jetzt noch mal Shiva hinterher. Und die dürfen noch mal ein bisschen Tobsucht saugen. Ich glaube, das wird sowieso gerade super schwer, weil wir bisher kaum Einkäufe getätigt haben. Schnell mal eben Shiva bejubeln. Na, das sah doch mal nett aus. So, war's das? Immer noch nicht. Ja, wie viel halten die denn aus? Gibt's ja nicht. Schon ein bisschen übertrieben. Vor allem dann noch die ganze Zeit mit den Random kämpfen. Naja, das stimmt schon. Oh, Eisenrohr, super. Shiva beherrscht Körper plus Zeugs. Das ist auch perfekt. So, dann können wir nochmal eben... So, hier sind wir noch nicht so weit. Shiva... Wie sieht es mal Shiva aus? Oh, Todesurteil wäre mal eine geile Sache. Nehmen wir mal mit. Oder? Nee, nehmen wir lieber Körper plus. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Squall hat auf jeden Fall Shiva, genau. Optimal auf Stärke. So. Yay. Dann können wir nochmal kurz die Abilities prüfen. Er hat keine, die er weiternehmen kann. Wie sieht's mit den beiden aus? Ach nee. Ich
kann ja auch einfach mit den Schultertasten rumwechseln. Optimal. Stärke ist schon optimal. Wünschelrute. Ah, okay, gut zu wissen. Okay. Okay. Das ist eine Info. Ich hätte das sonst gemacht und. Nee, dann ist das okay. Dann mache ich das natürlich auch nicht. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz nochmal was schauen. Squall hat Shell. Und nutzt das auch. Hat Blitz. Und hat ebenfalls Blitz. Wir haben ja von dem einen oder anderen auch noch Shell bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da ist Shell. Sie hat nämlich auch Shell. Kleinen Moment. Abwehr gegen Zauberstein. Tausch. Mit jemandem tauschen. Genau. Von ihr an Squall. Alles geben. So. Das ist mal. Was geht denn hier noch bei ihm ab? Koppeln, Squall, Blitz und Vita. Dann geben wir doch mal von Xell. Ich glaube, der hat nämlich auch Vita. Genau, die Vita an Squall ab. Damit hat er dann 100 Vita. Und Blitz 62. Blitz nutzen sie ja alle, das ist doof. So, dann sollte ich nochmal ein paar Items nutzen. So. Und dann können wir weiterlaufen. Ich glaube, hier war das Bewegen mit den Schultertasten um einiges angenehmer als... wenn man mit den, als wenn man den Analogstick dazu benutzt. So. Levitas! Ja. Okay. Drawpunkt Protes. So. Jetzt ist die Frage, wer hat Protes eigentlich schon? Ich gebe es einfach mal Selfie. Hat 12 Protes gezogen. Können wir hier jetzt nochmal kurz einmal abspeichern. Das werden wir eh brauchen. Speichern mal lieber hier ab. Oh nein! Wir sind ein Level runtergegangen. Wir waren eigentlich mal Seed Level 7. Damn it. Aber okay, passt schon. Wie war das? Eigentlich sollte es direkt am Eingang schon sein, hieß es. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier für hässliche Viecher haben. Oh! Das eine haben wir schon mal gesehen. Gucken wir mal. Ah, perfekt. Sie kann schon mal Blitz lagern. Er kann schon mal... GFs ziehen. Von ihm haben wir noch nicht. Oh, Shell. Sehr gut. Von dem lagern wir nochmal ein bisschen was und danach eine Runde lagern. Und dann können wir hier weitermachen. Ui. Ifrit, du bist es. Du machst das. Nein! Nein!
das Jubeln war mal so daneben. Oh, das war jetzt gar nicht effektiv. Oh doch, das ging sogar. Lol. Egal. Er nimmt nochmal ein bisschen Shell auf. Drauf fehlgeschlagen. Ist ja blöd. Okay, nachschlagen. Ich bin gerade ein bisschen überlegen. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass ich sie hatte. Also ich weiß, dass ich die GF schon mal geholt habe. Ah, was haben wir denn hier? Schülernummer 177. Damit wäre jetzt die Quest erfüllt. Theoretisch. Aber, ja. Ohne Witz, ich gebe dir recht. Ich mache das weiter. Ich gucke mal ein bisschen rum. Und ich werde mir jetzt erstmal angucken, wo ich die nächste GF bekomme. Weil die ist auf jeden Fall hier drin. Und ich weiß, dass die eigentlich relativ einfach zu holen war. Bis gleich.